There's an Indian Punjabi poet, he was killed, Avtar Singh Pash, who wrote Sabse Khatarnak Hota Hai Sapno Ka Mar Jana, which means it's most dangerous of all is the death of our dreams, is for our dreams to die. And I think that at such a time, the ruling classes, not just the fascist and the far right forces, but ruling classes would love for us to feel such fright at the ascendance of far right and fascist forces that we give up on our dreams and we cramp our imaginations and adjust to things as they are now, scale down our expectations and tell ourselves that we have to sort of think very small right now. Our horizons have to be very, very cramped right now. And when I was preparing to come here and I was at the visa office, I met a leader of one of India's centrist parties at the visa office. And when I told him I was coming to Berlin for Marx's 200th birth anniversary, he gave a smirk and he said, is Marx still alive? And I replied, well, we're alive. And, you know, we are here to stay. So, you know, this is a room full of Marxists who are certainly in, and so many movements all over the world that are keeping Marx alive. So, Marx died 135 years ago, but he still lives, not just as a portrait on the walls or as some, you know, some epigrams on slogans, on posters or anything like that, but in struggles, in living struggles of generation after generation. And I found it so interesting yesterday in the session that we had last yesterday, where one of the speakers from the USA was talking about how her generation of young people was actually drawn to Marx in trying to understand, not because someone taught them Marx in a classroom, but because they were faced with struggles in their society in trying to understand which they looked for Marx and found Marx and Marxist analysis useful. And that's how they came to Marxism. So I think, 200 years and still not out. I think, Marx, those who are hoping he will die have written the obituaries many times, but it hasn't happened. And what better occasion than this Marx's 200th birth anniversary and in the company of so many fellow fighters from all over the world, to dare to dream of what a post-revolutionary world would look like and how we could get there. And of course, it could be said that by holding a concluding session on utopias, are we confirming what our opponents say when they scoff at us, and that revolutionaries and communists are just dreamers who refuse to adjust to reality. And I found this interesting, recently when I was reading the great Latin American public intellectual Eduardo Galeano, on what he wrote about Cuba and Che and Fidel Castro. I found it interesting that he talks about them, he brings in the figure of Don Quixote. And of course we know that the English word quixotic is basically intended to mean that it's unrealistic and that you're tilting at windmills. But he talks about the figure of Don Quixote is also somebody that is inspiring in some ways, because he mentions that when Che writes his goodbye letter to his parents, he's actually quoting giving the image of the knight off on Rocinante heading off with his shield held high. And he talks about Fidel also in those terms as a knight who always fought on the side of the losers, like his famous colleague in the fields of Castile. So I think this word quixotic in English, of course, it means idealistic, utopian, unrealistic, and we all are familiar, I'm sure, with being told that all the time. I know that in India, the Indian media loves to say this. The left is very good, but why doesn't it adjust? Why doesn't it just update itself? All this is outdated, happens all the time. And I think that, the thing is that we are being told to accept injustice and inequality as inevitable, and we are being told that if we fight on the side of the losers and if we dream that those who are doomed to be losers can one day win the world, then we are being foolish. That's what we are told. So what does it mean when we revolutionaries dream dreams? Because it doesn't mean that we are living in a fool's paradise, and it means that we dream dreams that can be achieved, and also dream of the ways of achieving those dreams. And we don't, we aren't solitary dreamers.
Our dreams are not just a private indulgence or a private solace. They are born in collective minds of collective fighters, and so we dream together and we fight the struggles together. So there's another a Hindi song that I like a lot, and you know, those of us from my generation remember it from our very early days of activism. It says, "Tu zinda hai, tu zindagi ki jeet mein yakin kar. Agar kahin hai swarg to utar la zameen par." You're alive, so believe in the victory of life. And if there's a heaven anywhere, bring it down on earth. So that's the song. And you know, it's, I think nothing puts it better. So imagining a better and more just and egalitarian reality, and figuring out how that reality can be possible, believing it's possible, and working to achieve that reality is not just is not unrealistic. It's a measure of our humanity. And the castles we build are not castles built in the air. They are made of human materials and grounded in human potential and human relations. So yes, of course, Marx and Engels polemicized against the socialists of their day who dreamed utopias but didn't have an analysis of where we are and how to a roadmap of how to get there. But the element of imagination, of keeping that imagination and a strategic goal in mind, is very strong in Marx's writings too. Because in Capital Volume 1, he wrote that a spider conducts operations that resemble those of a weaver, and a bee puts to shame many an architect in the construction of her cells. But what distinguishes the worst architect from the best of the bees is this, that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. And of course, even the famous line about the philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways, and the point is to change it. So interpretation is linked to transformation through both praxis and vision and imagination. And so I think, you know, I find it interesting when I think about things that we imagine, a future that we imagine, that right now, and I feel this especially sharply in India, coming from India, because reactionaries imagine and invoke the past. So when they talk of making, you know, when they talk of making their countries great again, when they stoke vengefulness against certain communities for imagined historical wrongs, knock down mosques in India saying, oh, these were built on some temple and so it must go. Or when, as in India, they even invoke myths, a mythical past, and present them as history and tell us, like our prime minister does and various chief ministers do, that India had genetics and cloning in the times of the Mahabharata and internet in the times of the Mahabharata and all of that. You know, they're obsessed with the past. And I think that Marx and Marxists are invested in an imagination and a fight for the future, for a better future. And so what happens, you know, coming from India again, what happens to these dreams of ours, these goals of ours, let's put it that way, when we're fighting fascism? Because as I said, I think there's a lot of pressure at the time when you're fighting a terrible enemy to say that some of us need to just put some of these things on the shelf for now, that they shouldn't be goals that we're pursuing in the present now, because at the present, the minimum, it has to just be a very minimum goal to somehow get rid of these guys. So, you know, how do you square the priority of fighting the fascist forces in a country like mine, and I'm sure in several others, with the revolutionary goals that we have? And I remember that the Communist Manifesto, of course, says that the communists fight for the attainment of the immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class. But in the movement of the present, they also represent and take care of the future of the movement. And again, I tend to think in terms of poetry and literature coming from that background. So forgive me for using these lines often, because that's how I tend to express myself. The late Hindi revolutionary poet Maheshwar, who was a comrade of my party, has a song with a line that says, "Kal ka geet liye honthon par, aaj ladai jari hai. With tomorrow's song on our lips, we fight our battles today." And that is as true of anti-fascist resistance as it is of any other times, of any other struggles at other times. I don't think we can fight fascists by frightening people back to the status quo, by telling them what you had earlier was better, and somehow you have to get back to that. But rather by inspiring everyone to recognize the priority of defeating fascists, but also of pursuing your revolutionary dreams at the same time, your revolutionary goals at the same time.
And I think it's so, and the last few days I've spent here has confirmed my feeling on this issue, because I see that in the US, as in India, the greatest, and I'm sure in other countries, the greatest hope against the far right and the fascists is coming from new waves of offensive, imaginative struggles waged by workers, waged by peasants, waged by the Dalits in India, most oppressed castes, women, people of color, teachers, students. And these are struggles that, you know, they are not telling themselves that they have some very limited goal. They are asking for a lot and are determined to fight for it. And they don't think that the end goal is just some election result, right? Of course, it would be important for them to also have an election result where the far right or the fascists are not in power. But they're also looking beyond that. And I'll just share an interesting story with you, that after the defeat of a left government by the Communist Party of India, Marxist government in a state called, in an Indian state of Tripura in March recently, the Prime Minister of India made a triumphant speech saying this is an ideological victory against the left, and he basically, you know, announced this obituary for the left, saying, oh, the left is only in Kerala and only in a campus like the Jawaharlal Nehru University, and that's it, you know, it's not to be found anywhere else. And weeks, just weeks after that, you saw waves of farmers marching to Mumbai with red flags in their hands, and it hasn't stopped there. Since then, there have been similar marches in Shimla, in Patna, you know, all throughout Bihar and all of that. And, you know, these they had placards saying, those who feed you need you. And these were remarkable protests that got a lot of popular support. And cartoonists then, you know, drew cartoons of BJP leaders asking the Prime Minister, look at all those red flags. I thought you said the red flag had been uprooted from the country. Where has it gone, you know? So Marx and Engels' imagination for the future was, of course, not utopian but scientific, and they gave us an outline or the bare bones of what a socialist or communist world would look like. And they left it to us, left it to future generations to flesh it out. Engels, writing about what sexual relations would look like after the overthrow of capitalist production, said that, you know, what those relations could look like could be answered only by the generation of men and women whose emotions and relations were not shaped by capitalism. And he said that when they do that, then they will care precious little what we think today, right? And I think that in spite of that, I think Marxist feminists have thought of this idea. For instance, Johanna Brenner writes about the need to prefigure a post-revolutionary future and talk about how sexual and emotional relationships and care for children and so on would be organized. And she cautions that the family institution cannot just be democratized and stripped of some patriarchal elements while preserving it as a place to come home to. So, you know, how you have to radically and creatively socialize it, which I'm sure, you know, even in the history of the early years of the Soviet Union and so on, that's exactly the takeaway that we have. And I think that today, in many ways, I mean, I think even if you look at, you know, information technology today, scientific advancements today, the conflict between the capitalist mode of organizing production and between scientific and technological developments is sharpening, because with knowledge and information technology playing an increasingly pivotal role in modern production, it's becoming more difficult to imagine the knowledge-driven, it's becoming more possible to imagine the knowledge-driven economy without a capitalist mode, to imagine administering public affairs without a massive bureaucratic structure. And I think that one of the things that we contend with, I think, all of us, is the history of actually existing, the experience of actually existing socialist countries and so on. And which is something, I mean, I met a lot of young people today too, who young people at this conference too, who are grappling with that legacy and that history and the weight of some burdens of that past as well. And I think, you know, the idea that the manifesto describes communist society as a post-revolutionary society as an association in which the free development of each is the condition for the free development of all. And Engels describes it as a society which organizes production anew on the basis of a free and equal association of producers, or elsewhere as a government, as replacing a government of persons by the administration of things. Not governing people, but things. And I think that, of course, the
actual history of actually existing socialisms is full of disappointments and a glaring contrast with these principles, of course, even right now, and even with the Soviet Union, of course, and China right now, and so many other places. And I think that, however, you know, these are negative teachers in a way. Some of it is negative teaching, and figuring out how things went in a wrong direction is something to understand and learn from. And what I feel, and I'll sort of move towards my final remarks by sharing some of the experiences right now that I see as extremely hopeful. In India right now, for instance, many of the very diverse struggles that are most exciting and interesting, for instance, the Dalit movement. Yes, we've been discussing in the last few days here as well about how Marxists would look at movements like this and how such movements ought to be a part of class struggle, how we should see them very much as a part of class struggle. And what I find really hopeful and interesting is that even within the new strands of the Dalit movement of the most oppressed castes in India, the movements are increasingly, you know, at their best, they are also trying to basically look at things from a Marxist perspective as well as an Ambedkarite perspective. So so you're having many movements that are also raising material issues along with issues of identity and dignity. And several other movements also are looking for a dialogue with the left. And it's likewise with women's movements as well. And I think therefore that it's a time, and I'm sure I gather from my conversations here in the last few days with so many others, that this is the case in other parts of the world too, that there is a new kind of openness as well towards Marxist ideas, towards a left praxis, towards a communist praxis. And so I think that we are at a difficult place in history, where I know that coming from the country I come from, it's sometimes difficult to hang on to hope because your struggles are so difficult and there are so many defeats that you face every day. But I think that at the same time, realizing that our best strengths come from a belief in the future and fighting with that confidence and that belief that we belong here and we have a right and a duty to fight for that future goal, a revolutionary goal, a post-revolutionary society. That is what really gives the best energy to our struggles today, even against our worst enemies. And I'll just end with the words of the great Marxist poet of the Indian subcontinent, Faiz Ahmed Faiz. He wrote a marching song. I mean, he was a poet from India, and he also was in Pakistan in the last phase of his, he went to Pakistan when India was partitioned. And before I share those lines, I'll just share another little thing with you. When the far right party, the fascist party, won in Tripura, in the state which had been ruled by a left government for a long time, over there they toppled statues of Lenin. And you had people, right-wing ideologues, celebrating this. And the song they picked in order to accompany those statues, the lines of the poem, were lines from Faiz, which were talking about, they were lines from Hum Dekhenge. So they were lines talking about how the, you know, how the idols will be toppled. But they were lines from a revolutionary poem talking about the revolution. So it was very interesting because we said that, you know, you are quoting somebody who won the Lenin Peace Prize to celebrate the toppling of a Lenin statue. So, you know, you're imagining, you can't find any far-right poetry to fit your joy at Lenin statues being toppled. And the whole point was that I found, for instance, a close friend of mine who teaches in university in Delhi, he said that his youngsters in his class were beginning to search for who was Lenin. And because that happened around, you know, in March, so it happened around March 8th. So they were reading, what does Lenin have to say about women? What does Lenin have? And they were thrilled by what they were reading. So in fact, you know, they can keep going trying to knock these statues down. But I think that there's so much hope because, you know, among people, among new generations of people, they're out looking for better things and trying to find out about Marx and Lenin and their ideas. So I'll just share these lines from the poem with you.
It's hum mehnat kash jag. It's so beautifully put because it's, I can't do a good translation, but it's so simply and beautifully put, and I feel hope when I see this because this ability to communicate very simply what it is we are fighting for is, I think, something we all are looking to do, right? Hum mehnat kash jag walon se jab apna hissa mangenge, ek khet nahi, ek desh nahi, hum sari dunya mangenge. When we, the workers of the world, demand our fair share, no patch of land, no mere country, we'll demand everything that's there. Jo khoon bahe, jo baag ujde, jo geet dilon mein katl huye, har katre ka, har gunche ka, har geet ka badla mangenge. Our blood that was spilt, gardens uprooted, and for every song that was murdered in our hearts, for every drop, every crushed bud, and for every note of every song, we'll seek redress. Jab sab seedha ho jayega, jab sab jhagde mit jayenge, hum mehnat se upjayenge, bas baant barabar khayenge. When the world is set right and when all strife has been ended, when we grow, what we grow with our toil, we'll share with everyone and we'll care for everyone. Es ist schön, dass du die Geschichte von der Statue erzählt hast, weil wir haben ja gestern auch den Film von Phil Collins über die Reise einer Engelsstatue aus der Ukraine oder Moldawien, ich weiß nicht mehr genau, durch Europa nach Manchester an den Wirkungsort sozusagen und wie das genutzt wurde auf der Reise, aber dann auch vor allem in Manchester sozusagen, um nicht nur Geschichte und Utopie zu erinnern, sondern konkrete Auseinandersetzungen in der City of Manchester, beispielsweise um Gentrifizierung und so weiter, finden jetzt immer an dem Ort der Statue statt. Das ist also auch eine ganz wunderbare Wiederaneignung sozusagen abgewickelter Statuen, wo ich auch nicht dachte, dass das nochmal nützlich sein kann. Ja, Kavita sprach von der Hoffnung als auch ein zentralen Kampfmittel, könnte man sagen, für die vielfältigen Kämpfe. Im Weltmaßstab ist die Arbeiterklasse nun hochfragmentiert, von Nationalismen, Rassismen, Geschlechterdifferenzen durchzogen, trotz aller solidarischen und immer wieder hoffnungsvollen Ansätze und immer wieder sich ereignenden Aufbrüchen ist die Internationale ein notwendig unwahrscheinliches, könnte man sagen. Wie damit umgehen, Karl-Heinz? Durch die Diskussion einer neuen Vision. Um das überhaupt in Gang bringen zu können, sollten wir uns zunächst die Frage vorstellen, wie würde der Adressat dieser Konferenz heute dazu Stellung nehmen? Er würde zunächst einmal wahrscheinlich ausgehen von einer Zusammenfassung dessen, womit die globalen Ausgebeuteten konfrontiert sind. Und er würde daraus versuchen, eine Perspektive zu entwickeln. Das ist natürlich eine Vermutung, denn Marx selbst war ja nicht in der Lage, die von ihm in seiner Spätphase erkannte Globalisierung des Kapitalismus in allen ihren Dimensionen auch noch theoretisch umzusetzen. Von daher sind es also Hypothesen, die sich teilweise aus dem großen Torso seines Werks erschließen, teilweise aber natürlich auch weit darüber hinausgehen. Zunächst zur aktuellen Situation, denn ohne eine Vergewisserung über die zentralen Eckpunkte, glaube ich, können wir über Alternativen nicht sprechen. Es ist erstens davon auszugehen, dass die Ausbeutung von Arbeitsvermögen heute global organisiert ist und global konstituiert ist. Einmal durch die Vernetzung von Mehrwertketten und zum anderen durch die zunehmende Vernetzung der Reproduktionssphäre. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass wir mit einer ungleichen Entwicklung konfrontiert sind, die für die kapitalistische Dynamik konstitutiv ist. Das heißt, wir können keine Priorität setzen zwischen den entwickelten Zentren,
der Triade-Regionen, die auch heute noch dominieren, den Schwellenländern oder den sogenannten unterentwickelten Ländern, das heißt bis hin zu den Regionen, in denen zwar kapitalistische Ausbeutung stattfindet, aber keine kapitalistische Produktionsweise sich entfaltet. Wir müssen zweitens davon ausgehen, dass sich die kapitalistische Dynamik in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Expansion des Kreditsystems, der Finanzsysteme und so weiter extrem beschleunigt hat. Und zwar nach außen, Zerstörung von Hunderten von Millionen von Subsistenzökonomien im globalen Süden, Naturzerstörung und nach innen. Die zunehmende Totalisierung der reellen Subsumption der Ausgebeuteten, die Kommodifizierung der Körper und so weiter, alles Punkte, die auf dieser Konferenz auch besprochen worden sind. Wir müssen drittens davon ausgehen, dass parallel zur globalen Hierarchisierung der Mehrwertketten eine Hierarchisierung der Regulationssysteme stattgefunden hat, also banal gesprochen der Nationalökonomien. Auch dort findet Ausbeutung statt zwischen den Nationalökonomien, die Erpressung von Revenuen zusätzlich zur Erpressung in den Mehrwertketten und Reproduktionssphären. Das wird häufig übersehen oder aber vereinseitigt als sogenannter Neoliberalismus dargestellt, das heißt die Standortkonkurrenz, die beschleunigte Exportorientierung auf der Basis von Lohndumping und so weiter. Wir müssen viertens davon ausgehen, dass wir heute mit einer permanenten Kriegsökonomie konfrontiert sind. Ein Begriff, den Edward Said vor Jahrzehnten entwickelt hat, der heute aktueller denn je ist. Er hat nicht nur die große Depression, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg überstanden. Die permanente Kriegsökonomie ist Realität. Sie reaktiviert sich. Sie reaktiviert sich in Rivalitäten imperialistischer Machtblöcke. Und wir müssen uns auch mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Fünftens ist festzuhalten, dass diese vier zentralen Aspekte sehr unterschiedlich variieren und sich sehr unterschiedlich gestalten. Hier kommt zum Ausdruck, dass es nach wie vor trotz aller Repression und trotz aller voranschreitenden Unterdrückungen Klassenwiderstand gibt, dass der Kapitalismus ein prozessierender Widerspruch zwischen den Ausgebeuteten und der Kapitalakkumulation ist, dass immer wieder Kompromisse geschlossen werden müssen, die dazu führen, dass die ungelösten Probleme auf spätere Generationen vertagt werden. Vor allem als wichtigstes Beispiel die gigantische Zunahme der öffentlichen Verschuldung. Das, meine ich, sollten die Ausgangspunkte sein, um überhaupt über eine globale Dimension von proletarischem Widerstand sprechen zu können. Daraus ergeben sich wiederum einige Thesen. Erstens die Feststellung, dass das historische Subjekt des Umsturzes heute global ist. Es sind die Ausgebeuteten der globalisierten Mehrwertketten und der sich zunehmend globalisierenden Reproduktionssphären. Zweitens, aus dieser Einschätzung ergibt sich ein Blick auf eine zunehmende Facettierung. Das, was Mario eben angedeutet hat, als zentrales Problem, die extremen Spaltungen. Diese Spaltungen sind auf der einen Seite ein Problem, auf der anderen Seite, denke ich, lösbar, wenn wir sie genauer untersuchen und wenn wir die bisherige Hierarchisierung in der Präferenz gegenüber den arbeitenden Klassen aufgeben. Das heißt, wenn wir Kämpfe von Kontraktarbeitern, unfreien Arbeitern, Lohnarbeitern, Scheinselbstständigen und so weiter
als gleichwertig anerkennen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer neuen Vision. Diese Vision kann aber nur diskutiert werden, wenn wir, die linke Intelligenz, zu den arbeitenden Klassen zurückkehren. Das klingt banal, aber wenn wir uns genauer umschauen, dann müssen wir uns darüber klar werden, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel über Differenzen innerhalb der ausgebeuteten Klassen gesprochen haben, dass wir immer mehr aber libertäre Einzelaspekte favorisiert haben, dass die arbeitenden Klassen und der reale Klassenkampf immer mehr aus der Agenda verschwunden ist. Das war nur ein Reflex darauf, dass die hegemonialen Arbeiterorganisationen schon vor Jahrzehnten die arbeitenden Klassen und die Arbeiterquartiere verlassen haben. Die Frage von Mario, wie wir gegen den zunehmenden Rassismus, den zunehmenden Rechtsextremismus und so weiter vorgehen können, bezieht sich auch darauf, dass die hegemoniale alte Arbeiterbewegung und in ihrem Schlepptau große Teile der linken Intelligenz den neuen nationalkonservativen Strömungen weltweit das Terrain überlassen haben. Wenn wir also über diesen Punkt diskutieren wollen, müssen wir erst einmal Selbstkritik üben. Ein vierter Punkt ergibt sich daraus. Wie kann auf der Basis eines solchen Bündnisses ein antagonistisches Multiversum der arbeitenden Klassen entstehen? Ich denke, hier sollten wir über drei Ebenen sprechen, über die jeweiligen lokalen Konstellationen, in denen die verschiedenen Sozialkonflikte und sozialen Widerstandspotenziale zusammengeführt werden. Wir sollten über regionale oder kontinentale Kontexte sprechen, in denen eine gemeinsame Alternativperspektive entwickelt werden könnte. Für Europa wäre das ohne weiteres und vielleicht mit oberster Priorität eine Erneuerung des Integrationsprozesses Europas von unten. Eine Erneuerung, die auf der einen Seite mit den technokratischen Verkrustungen dieses Integrationsprozesses aufhört, auf der anderen Seite aber auch die nationalistischen Zerfallstendenzen auflöst. Das wäre eine zentrale Aufgabe, in die natürlich auch die benachbarten Regionen einzubeziehen wären, um mit den proletarischen Bewegungen und Migrationsbewegungen der Peripherie, die teilweise ausgebeutet wird oder die kapitalistisch ausgebeutet wird, aber in keiner Weise kapitalistische Entwicklung trägt, um mit ihnen einen Prozess einzuleiten, der die zentrale Parole einer alternativen Perspektive von heute auf Weltebene sein könnte. Even and combined socialist development. Die Alternative zur ungleichen, ungleichzeitigen und extrem ausbeuterischen Konstellation des kapitalistischen Weltsystems. Ausgehend von einer solchen Vision können wir uns dann auch mit den Tatsachen konfrontieren, dass Teile der arbeitenden Klassen Prozessen der archaischen Regression, des sozialreligiösen Fundamentalismus, des Hypernationalismus oder auch der rassistischen Separationsperspektive verfallen sind. Wir sollten uns ausgehend von dieser Vision, einer glaubwürdig werdenden Vision, durch das Leben im kommunalen, regionalen und globalen Maßstab stellen. Wir sollten gegen sie vorgehen. Wir sollten dabei aber keine falschen Allianzpartner wählen. Ich nehme nur ein Beispiel.
Der heutige antiimperialistische Kampf des globalen Südens ist zu weiten Teilen sozial-religiös überformt. Das ist ein Problem auch der linken antiimperialistischen Geschichte im globalen Süden. Wir sollten aber nicht in der Konfrontation mit dieser Entwicklung in den Fehler verfallen, den Killer-Drohnenkrieg, der genauso menschenverachtend ist wie die Exzesse des sozial-religiösen Fundamentalismus, der von den Metropolen geführt wird, zu unterstützen. Diese Perspektive braucht eine Dimension von revolutionärer Selbstorganisation auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, aber auch global. Ich glaube allen Ernstes, dass es wieder Zeit ist, eine internationale Assoziation der Arbeiterinnen und Arbeiter zu konstituieren, die diese Vision im Dialog mit den lokalen und regionalen Initiativen vorantreibt. Und damit komme ich zum Schluss. Auf den ersten Blick mag der Anspruch auf eine solche Vision sehr vermessen erscheinen. Ich denke aber, dass wir nur dann eine Chance haben, wenn wir aus der alltäglichen Kleinarbeit herausgehen, wenn wir uns den mittelfristigen Dimensionen stellen und wenn wir den Mut haben, diese Vision zu erarbeiten und zu artikulieren. Diese Vision versucht nicht, einen globalen Umsturz im Sinn eines Prozesses, den Marx als Lokomotive der Geschichte bezeichnete, in Gang zu bringen. Ich denke, wenn wir die heutige Konstellation betrachten, sollten wir uns eher auf Walter Benjamins Diktum beziehen, dass die soziale Revolution weltweit so etwas wie eine letzte Notbremse darstellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Gewisserweise ein Gegenentwurf zu dem anderen Panel, was wir halt zum neuen Internationalismus hatten, wo viel Skepsis geäußert wurde. Sehr schön. Schade, dass wir das nicht mehr in Beziehung setzen können, jetzt ganz am Ende. Ein antagonistisches Multiversum auf unterschiedlichen Ebenen, aber mindestens auch auf europäischen Ebene, Alex. Du sprichst immer wieder von sozialistischer Demokratie und grenzt dich dabei von den durchaus sympathischen Vertreterinnen einer radikalen Demokratie ab, natürlich auch gegen liberale Demokratien. Ich hoffe, du gehst dabei ein bisschen darauf ein, wie kann eine sozialistische Demokratie auch mit Blick, nicht nur, aber auch mit Blick auf eine konkrete Utopie Europas aussehen? Ja, also ich weiß gar nicht genau, wie sehr ich darauf eingehe, Mario, das tut mir jetzt leid, aber ich auf dem Weg auch ein paar Sätze dazu. Ich möchte eigentlich damit anfangen, mit einer Überlegung von Marx, die er spät anstellt, 1877, das setzt ein bisschen die Diskussion fort, die ihr vorhin hattet, dass Marx nämlich etwas macht, was ungewöhnlich ist im Lichte des Kommunistischen Manifests, dass er nämlich für sich selbst festhält angesichts der vielen Studien, die er gemacht hat in diesen 30 Jahren, die seit diesem kleinen Text durchgeführt wurden, dass er sich entschieden gegen Geschichtsphilosophie wendet. Und ich glaube, das ist ein ganz materialistische Haltung, die er einnimmt, dass er nämlich sagt, aber man wird niemals dahin gelangen, mit dem Universalschlüssel einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie zu hantieren, die übergeschichtlich wäre. Das heißt, wir müssen wirklich davon ausgehen, dass dieser Prozess offen ist und dass das Einzige, was wir wissen, um es mit Gramsci zu sagen, das Einzige, was wir wissen, die Kämpfe sind, also das Kapitalverhältnis als prozessierender Widerspruch von Klassen, die miteinander im Kampf sind.
Ich will das ein bisschen weitergehen mit einem weiteren Argument, was von Marx sehr viel früher entwickelt wurde und was vielleicht hilfreich ist, auch für die Diskussion, die wir gestern Abend auf dem Abendpanel hatten, also die Frage von Klasse und Identität. Und häufig wird unter Identität die Frage des Geschlechts und der rassifizierten Identität gefasst. Und merkwürdigerweise wird die Klasse nicht als eine Identität angesprochen, was ich für einen wirklichen Fehler halte. Und Marx und Engels in der deutschen Ideologie haben das sehr entschieden so gesehen, dass sie gesagt haben, was eben fürchterlich ist für die Bildung von Klassen, bedeutet, dass Individuen festgelegt werden auf eine Tätigkeit, die zu ihrer Identität wird für ihr ganzes Leben. Das heißt, dass sie nicht rauskommen aus dem Schicksal einer Klassenbestimmung. Klassenbestimmung ist nichts Deterministisches im Sinne von etwas, wir reden hier über ein Objekt, sondern Klassenbestimmung heißt Menschen, Individuen, Kinder, Partnerinnen, Partner werden fest darauf gelegt, auf eine bestimmte Weise leben zu können. Und das ist das eigentliche, die eigentliche Gewalt, die Individuen widerfährt, dass sie eben merken im Laufe der vielen Jahre, dass sie aus diesen Lebensverhältnissen nicht herausspringen. Damit ist aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Emanzipationsziel benannt und das, was hier unter kommunistischer, sozialistischer Perspektive und Utopie charakterisiert wird, das ist für mich einer der wesentlichen Gesichtspunkte, dass Marx nämlich in seiner Kritik an Hegel etwas macht, was ich finde, was viel zu wenig Beachtung findet, wenn über Klassenfragen gesprochen wird, ein Gedanke, an dem er festhält, bis zum Kapital. Dass es nämlich darum geht, die Klasse zu überwinden. Ja, Klasse ist für ihn überhaupt kein positiver Begriff. Es geht nicht um positive Bestimmungen, sondern es ist ein negativer Begriff. Wir müssen diese Weltgeschichte der Klasse historisch überwinden. Und warum hält er dann am Begriff dieser Klasse fest? Und ich will das sagen, weil ich die Diskussion gestern sehr interessant fand, hinsichtlich der Erfahrung jetzt auch der Frauenkämpfe in den USA und nicht nur in den USA, sondern es wurden ja viele Beispiele gestern genannt, dass wir sagen können, in einer bestimmten Weise werden von Marx auch schon die Überlegungen so angestellt, dass auch diese Frauenkämpfe Klasse sind. Ich will das darauf beziehen, was Marx dann sagt, wie versteht der Proletariat in dieser Kritik an Hegel? Er sagt, das Proletariat, das, was sozusagen für universelle Emanzipation steht, steht deswegen für universelle Emanzipation, weil es für die Auflösung der Gesellschaft steht. Das ist sozusagen die besondere Funktion. Eine partikulare Gruppe steht für etwas Universelles, nämlich die Überwindung sozialer Verhältnisse, unter denen Menschen an eine Identität gebunden werden, an sich selbst gebunden werden und es nicht mehr loswerden können. Also eine Rassenidentität, eine Geschlechteridentität und eben auch eine Identität als Zugehörige einer ausgebeuteten sozialen Gruppe. Und vielfach kommt das dann zusammen und ich glaube, das ist wichtig, dass Marx dafür plädiert, zu sagen, wir müssen das in Begriffen der Auflösung denken. Ich glaube, dass das für Marx ein ganz zentraler Gesichtspunkt ist, weil er nämlich der Ansicht ist, das erläutert er viel später in der Einleitung, die dann immer als Einleitung der Grundrisse genannt wird, 1857, dass er sagt, die bürgerliche Gesellschaft, die kapitalistische Produktionsweise, bildet sich aus den Trümmern aller historischen Formen von Ausbeutung und Gewalt.
Ich glaube, das müssen wir methodisch ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob man das dann als Historiker oder Historikerin so dann weiter teilen kann, aber ich finde methodisch, gesellschaftstheoretisch ist es aus meiner Sicht erstmal ein wirklich bedeutender Satz, weil diese Überlegung sagt, diese Gesellschaft, in der wir leben, diese Produktionsweise setzt sich zusammen, historisch, aus allen historisch bekannten Formen von Herrschaft. Und die Auflösung, ja, die sich verbindet mit dem Symbol Proletarität, die Auflösung heißt Auflösung aller dieser historisch uns bekannten Herrschaftsformen. Das heißt, wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was ja unter dem Stichwort Kommunismus, Utopie vielleicht, bin nicht so ein großer Fan dieser begrifflichen Tradition, aber eben damit genannt wird. Und das bedeutet ja vieles, ja, das vieles ist ja hier auf der Tagung auch besprochen worden. Und ich finde, was uns vielleicht nicht immer gut gelungen ist, ich will gar nicht zu kritisch sein, weil ich fand die Tagung wirklich, ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen und viele Fragen wurden behandelt. Aber was sozusagen sich mit dem Namen Marx verbindet und warum es auch für aus meiner Sicht wert ist, den 200. Geburtstag von Marx zu feiern und alle diese kritischen Fragen unter dem Begriff Marx auch heute weiter zu diskutieren, dass sich mit Marx die Frage des Zusammenhangs bildet, also verbindet und damit auch die Auflösung dieser Herrschaftstradition. Das hat sehr schnell und weitreichende Folgen. Ich will das nur an ein paar Punkten andeuten. Marx und Engels sprechen davon, dass die Sklaverei in der Familie, die Sklaverei über Frauen und Kindern in der Familie beendet werden muss. Eine Auflösung dieser Form des Zusammenlebens. Die Emanzipation der Frauen als Maßstab für die Emanzipation der Menschheit. Eine wirkliche Weltrevolution. Luciana hat es gestern Morgen, glaube ich, auch so angesprochen. Es geht darum zu verhindern, dass die Springquellen des Reichtums, nämlich Natur, der Stoffwechsel mit der Natur und die Menschen zerstört werden. Und wir sind gerade dabei, durch die enormen technisch-wissenschaftlichen Fortschritte bis in die Eingriffe in die Keimbahn der Lebewesen tatsächlich die Manipulation von Körper, von Lebewesen, von des Lebendigen schlechthin, ja, zum Gegenstand privaten Eigentums zu machen. Also das, was Karl-Heinz ja und auch in anderen Panels angesprochen wurde. Wir haben bisher kein Ende des Zwangs zur Akkumulation, also die Forderung nach Stopp des Wachstums, also Degrowth, Nullwachstum oder Umkehrung oder andere Form des Wachstums, weil wir können nicht einfach nur anhalten, sondern es braucht auch eines Umbaus, also die Konversionsthematik, eines tiefreichenden Umbaus. Ja, also, und das vielleicht eines der wichtigsten Gesichtspunkte, der uns seit 2008, 2009 maßgeblich bestimmt hat in unseren Diskussionen, die Gewalthaftigkeit, dass sich unser gesellschaftlicher Zusammenhang genau genommen nur durch Krisen bildet. Also in der Krise sich unser Zusammenhang der Menschen weltweit, unsere Kooperation, nur Krise in der Krise herstellt. Ja, und es sozusagen einzelne Akteure mit ihrem Privatinteresse betreiben, diesen Zusammenhang dann ihrerseits wieder auszunutzen, indem sie Geld dorthin verlagern und parken und die Lebensumstände vieler Menschen damit beeinträchtigen. Also mir scheint, das sind wichtige Gesichtspunkte. Ich will noch einen weiteren nennen, die Verkehrung von Produktivkräften in Destruktivkräfte. Das, was Marx und Engels auch schon in der deutschen Ideologie ansprechen. Also die Herausbildung der unglaublichen wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten in immer größere Produktivkraft des Tötens, wie Foucault das genannt hat. Die enormen Fähigkeiten, Menschen aus der größten Distanz in größter Zahl umzubringen
oder der Folter auszusetzen. Also mir scheint, das sind große Herausforderungen, von denen man sagen kann, das ist Gegenstand einer Überlegung von Marx, das muss aufgelöst werden. Das muss sozusagen, also ich glaube, diese Herausforderungen sind klar und Karl-Heinz hat es ja auch davor schon angesprochen. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen düster aus meiner Sicht. Ja, das ist natürlich düster, weil es viele Menschenleben kostet, das Menschenleben von vielen beeinträchtigt, auch von uns, ja, also in vielerlei Hinsicht, obwohl, wenn ich jetzt hier als jemand aus Deutschland und Berlin rede, wir sicherlich eher zu den Privilegierteren gehören und trotzdem ist es beeinträchtigend und es ist auch beeinträchtigend, dass wir über die Jahrzehnte unserer Kämpfe nicht erfolgreich sind. Das ist lähmend, auch für uns. Ja, das ist, muss man sich klar machen, das ist eine der langen Erfahrungen. Ich glaube, dass wir aber Teil eines prozessierenden Widerspruchs sind. Ich glaube, dass die marxistische Theorie, ja, und davon spreche ich jetzt in dieser ganz großen Breite, mit der bürgerlichen Gesellschaft verbunden ist, sie gehört organisch dazu und wir nehmen Teil an diesen Widersprüchen und es hängt von uns ab. Ja, und das, glaube ich, ist sehr wichtig, da teile ich auch die Emphase von Karl-Heinz, es hängt von uns ab, von uns als diejenigen, die darüber reden und nachdenken und dann auch das mit praktischem Handeln verbinden, in welcher Weise wir diese Widersprüche formulieren, welche Überlegungen wir damit verbinden, wie weitreichend wir diese Fragen diskutieren, wie wir die Zusammenhänge herstellen, das ist, meine ich, eine der Aufgaben, die wir haben, und das ist von großer Bedeutung. Ich glaube, dass wir vor diesem Hintergrund, dieser Herausforderung, was da alles aufgelöst werden muss und verändert werden muss, hin zu einer völlig neuen Lebensweise, ja, also sozusagen weg von dem, was Uli und Markus wissen, imperiale Lebensweise nennen, weg davon hin zu einer neuen Lebensweise. Und das heißt für Marx in einer anderen Formulierung heraustreten aus der Vorgeschichte, sodass wir unsere Verhältnisse, die Geschichte selbst gestalten. Wir dürfen uns nicht ins Bockshorn jagen lassen damit, dass wir denken, und das wird ja Marx oft angesonnen, dass er ein deterministischer Materialist ist, sondern er will hin zur Freiheit. Wir gestalten unser Zusammenleben selbst. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Gesichtspunkt der ganzen Theorie. Heraustreten aus der Vorgeschichte, die bestimmt ist von Religion, von astrologischen Sternkonstellationen, von Aberglaube. Und das ist ja etwas, was sich sehr groß verbreitet. Evangelikale Kirchen, Spiritualismus und so weiter. Also wir haben auch an diesem Punkt sehr viele Auseinandersetzungen zu führen. Wenn wir dieses Heraustreten vor Augen haben, dann gibt es in diesen prozessierenden Widersprüchen viele Anhaltspunkte, von denen ja auch auf der Tagung hier und auch jetzt schon von meinen beiden Vorrednerinnen viel gesagt wurde, nämlich die Überwindung aller Formen von Ausbeutung des Arbeitsvermögens und die Aufhebung des Privateigentums, auch in der Form, dass wir kooperative Praktiken, die es gibt, in den unterschiedlichsten Formen, Arbeitskooperativen, Ökodörfer, Hausgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, die es weltweit in großem Maßstab gibt, auch verbunden mit ökologischer Nahrungsmittelproduktion, also mit nachhaltiger Orientierung, dass wir sozusagen daran anknüpfen. Ich meine, dass wir die Erfahrung stark in den Blick nehmen müssen. Also ja, die Verbindung zu den Arbeiterinnen, aber auch in der Weise, dass wir an diese Tradition uns erinnern und daran anknüpfen, der selbstbestimmten Organisation der Arbeit, also die Räte, die wirtschaftsdemokratischen Mechanismen, aber auch die Räte. Und die Räte nicht nur in den Betrieben, nicht nur dieser partikulare Gesichtspunkt, sondern auch zwischen den Betrieben und, worauf Luciana gestern Morgen auch hingewiesen hat, die Consili di Zona, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, also die in den Stadtteilen, die das Leben zwischen der Arbeit, den Betrieben und den Stadtteilen, unser alltägliches Leben neu organisieren. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Gesichtspunkte. Also
Ich meine, dass wir ein ungeheures Wissen haben, ja, hinsichtlich dieser Prozesse, dass wir uns das aneignen müssen. Wir kennen die Probleme. Und da bin ich bei einem weiteren Satz von Marx. Entschuldigt, ich will halt wirklich nochmal, wir feiern ja den Geburtstag von Marx und dann wollte ich gelegentlich auch nochmal an Marx erinnern, dass Marx sagt, ja, die Probleme kennen wir und die Lösungen dafür sind vorhanden. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, ja. Also das hat er ein bisschen von Hölderlin geklaut, ja. Also, aber das ist ja ein zentraler Gesichtspunkt. Wir reden hier nicht über Dinge, die sich geheimnisvollerweise uns entziehen, sondern wir kennen die Probleme und wir kennen viele der Lösungen, ja. Und ich meine, dass es darum geht, diese Dinge in konkreten Transformationsvorschlägen weiter zu bearbeiten. Ich will jetzt aber nicht im Einzelnen auf solche Transformationsvorschläge eingehen, sondern mich beschäftigt im Moment, eigentlich beschäftigen mich zwei Fragen, denen wir uns stellen müssen und mit denen ich dann auch, weil die Zeit ein bisschen ausrinnt, gerne aufhören möchte. Also wir haben natürlich genau die Situation, man könnte, ein anderer Satz von Walter Benjamin, ja, der von Karl-Heinz schon zitiert wurde, sagen, die Sieger haben nicht aufgehört zu siegen. Ja, das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Ja, wir wissen so vieles, wir könnten viele der Probleme lösen. Ja, die sexistische Gewalt, den Rassismus, die Störung des Stoffwechsels bis hin zur ökologischen Krise. Es spricht also alles für Sozialismus und Kommunismus, nämlich Bedingungen herzustellen, unter denen wir uns wirklich der Lösung dieser Probleme zuwenden können. Sie werden nicht gelöst, wir wissen das. Gestern wurde von Klaus Dörre ganz zu Recht gesagt, das Klimaziel in Deutschland wird 2020 nicht erreicht. Es spricht also alles für eine gewaltige Kraftanstrengung, dass wir die Probleme beginnen zu lösen. Dafür müssen wir Menschen gewinnen. Wir werden aber, und das sehe, so sehe ich den rechten Angriff, ja, der hier, finde ich, zu Recht oftmals auch in der Tendenz als faschistisch charakterisiert wird. Wir werden aber mit unseren Lösungen, den Perspektiven, unseren Vorschlägen zu einer gemeinsamen großen Kraftanstrengung zu kommen, wir werden da isoliert durch die rechten Angriffe. Und eine der zentralen Angriffe besteht darin, Gesichtspunkte der Wahrheit, der Objektivität, der Vernunft systematisch zu diskreditieren. Die Person, die Wissensform, die Argumente und das, was wir über die Wirklichkeit objektiv sagen können. Das gilt als Fake News, als sogenannte Intellektuelle. Es wird abgewertet als Political Correctness, sodass sozusagen eine systematische Konfusion, ja, in den Medien, in der Öffentlichkeit, in den öffentlichen Diskussionen bis in die Universitäten hinein, ja, praktiziert wird. Menschen, die sich wehren gegen diskriminierende Äußerungen, werden plötzlich selber als diskriminierend, als illiberal, als antidemokratisch, als menschenrechtsfeindlich und so weiter an den Pranger gestellt. Also wir haben sozusagen eine reaktionäre Umkehrung aller Werte, wenn man so will. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an 1932-33. Es braucht die Vernunft, natürliche Subjekte, Menschen, die diese Ziele, Vernunft, Wahrheit, Objektivität für sich als verbindlich betrachten. Das ist, ich habe noch eine Minute, denke ich, oder? Ja, also ich will nur, ich glaube, dass wir ein weiteres großes Problem haben und das hat, glaube ich, damit zu tun, also wir haben das im Zusammenhang einer Äußerung von Gesine Lötzsch, ja, haben wir diese Erfahrung gemacht, Gesine Lötzsch hat sozusagen ganz für eine offene Diskussion argumentiert, sich mit der Frage des Kommunismus zu befassen, dass wir nach vorne in eine offene Zukunft hin natürlich nicht wissen, wie wir im Einzelnen handeln werden. Das ist der nicht autoritäre Charakter der Aneignung der Geschichte. Auch Kavita hat ja davon gesprochen.
Das wurde in den Medien genau ins Gegenteil verkehrt, nämlich wie viele Experimente will die Linke noch machen? Wie viele Menschenopfer sollen für diese angeblich falschen Ziele geopfert werden? Wenn die Linke so argumentiert, wird uns das zugerechnet. Die Millionen und die vielen Millionen, die von der kapitalistischen Produktionsweise vernichtet werden, die werden nicht zugerechnet. Das wird üblicherweise wird das nicht ermöglicht. Und ich meine, dass es für uns aber eine wirklich wichtige Frage ist, nämlich in der Art und Weise, wie wir uns auf diese eigenen vergangenen Erfahrungen beziehen. Denn aus meiner Sicht gibt es viel Skepsis, viel Misstrauen, auch bei denen, an die wir uns wenden würden oder an die wir uns wenden sollen, nämlich glauben Sie uns, halten Sie uns nicht für diejenigen, die selber wiederum durch ständige taktische und strategische Manöver Sie unter Umständen auch wiederum in falsche Richtung lenken und sonst was. Ja, oder sogar gewalttätig werden. Das heißt, wir brauchen sozusagen auch für uns selbst, mit Gramsci zu sprechen, eine moralische Erneuerung, eine Klarsicht darüber, dass wir hinsichtlich der Aneignung und Gestaltung der Geschichte diese Verantwortung für uns alle haben, die, und das ist sozusagen der Ausblick auf die Frage der sozialistischen Demokratie, dann das schließt ein, nicht einfach nur Selbstermächtigung in einem allgemeinen Sinne, sondern es heißt, das schließt auch ein, die Beteiligung, die Aktivität, die Initiative aller derer, die an diesem Gestaltungsprozess beteiligt sind, sodass es eben, und das ist, glaube ich, etwas, was über viele Jahre ja diskutiert wurde, man kann Vorschläge machen in eine offene historische Situation hinein für Freiheit, aber es geht darum, dass die Menschen sich das aneignen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Einige rennen jetzt schon raus. Ein bisschen Zeit haben wir schon noch für eure eigenen Fragen, Entwürfe, Hoffnungen, Utopien gar. Wir haben noch circa 20 Minuten Zeit, also einige Wortmeldungen können wir jetzt noch annehmen. Bitte, Floor is open. Noch sehe ich keine. Ah, doch. Soweit ich das jetzt richtig verfolgt habe, gibt es auf dem Podium jetzt mindestens zwei gewissermaßen Strömungen oder visionäre Ideen. Einerseits, wenn ich Heinz Roth richtig verstanden habe, die Rückkehr zur ersten Internationale, vielleicht könntest du das nochmal erklären, also warum internationale Arbeiterassoziationen und daran anschließend gewissermaßen die Frage, wir reden über einerseits die internationale Arbeiterassoziation, die sich strömungsübergreifend begriffen hat, Anarchisten mit einbegriffen hat, andererseits hantieren wir mit diesen Begriffen Sozialismus und Kommunismus. Meine Frage wäre, welche Rolle spielt gewissermaßen das Schisma innerhalb der Arbeiterbewegung, also aus dem 19. und vor allem aus dem 20. Jahrhundert für unsere Gegenwart noch? Sind wir dabei, dieses Schisma irgendwie zu überkommen? Hat es seine politische Relevanz verloren? Oder wie nagen wir gewissermaßen daran noch? Weitere? Da vorne ist eine Frau, also ganz hinten vielmehr. Mein Beitrag richtet sich auch an Karl-Heinz Roth. Sie haben davon gesprochen, dass wir eine gleichmäßigere und kombinierte Entwicklung brauchen. Also dass ungleiche Entwicklung auf globaler Ebene ein Problem ist. Da stimme ich Ihnen auch ganz zu dabei. Allerdings ist erstens meine Frage, was verstehen Sie eigentlich unter Entwicklung? Das wird sehr stark diskutiert in Development Studies, dass Entwicklung an sich ein problematischer Begriff ist. Und er hat eine lange Theoriegeschichte, wo er nur mit ökonomischem Wachstum in Verbindung gebracht wird. Und ich denke mir, als Linke
müssen wir genau diesen Punkt schaffen zu überwinden. Deswegen meine Frage an Sie, was ist Entwicklung für Sie, die man da anstreben soll? Und der zweite Punkt ist, Sie haben von gleichmäßiger und kombinierter Entwicklung gesprochen. Da beziehen Sie sich auf das Gesetz von Trotzki, der ungleichen und kombinierten Entwicklung, nehme ich an. Und da wäre meine Frage, mir ist klar, warum Sie eine gleiche Entwicklung wollen statt einer ungleichmäßigen, aber mir ist nicht ganz klar, warum Sie kombiniert beibehalten wollen. Bei kombiniert bezog sich ja Trotzki darauf, dass fortschrittlichere und nicht so fortschrittliche Elemente der Ökonomie in einem Staat erhalten bleiben, was zu vielen Problemen führt. Das wird heute unter dem Begriff der strukturellen Heterogenität diskutiert. Also warum sollte das bestehen bleiben, Ihrer Meinung nach? Karl-Heinz Roth mentioned the emergency brake. Alex made an allusion to degrowth. I'd like to know how far the speakers on the podium see a future linkage of the ideals of communism with those of degrowth and what the problems and inflections in that might be. Thank you. I'm Javed Naqvi, I'm from India. Carl mentioned the fragmentation of the working class, the consciousness, if I'm correct. But there is another kind of fragmentation which presents itself in the form of sectarianism, which is at the level of the communist parties and their factionalism, which is what we experience so much in developing countries in the third world, in India in particular. So maybe Kavita and perhaps Alex can throw some light on that, how to resolve, if we can resolve these issues. Wenn ich eine Frau sehe, sehe ich leider nicht sonst Christian hier vorne. Ja, danke. Ich wollte Bezug nehmen auf das, was Karl-Heinz Roth gesagt hat. Ich fühle mich mit dem eigentlich weitgehend verbunden. Ich wollte den Aspekt der Arbeiterassoziation verbinden mit deiner alternativen europäischen Vision. Jetzt sind wir in der Linken, haben wir in den letzten paar Jahren ein paar ganz große Auseinandersetzungen gehabt. Ich erinnere an die Niederlage in Griechenland, was aber in erster Linie eine gigantische Niederlage der gesamten europäischen Linken war, da in keiner Art und Weise irgendwo eine angemessene Antwort zu finden. Wir haben jetzt in etlichen Ländern Europas die Tendenzen in der Linken, die eher wieder Bezug nehmen auf den Nationalstaat. Mélenchon in Frankreich ist ein sehr ausgeprägtes Beispiel, aber man sieht das auch in anderen Ländern. Das heißt, das sind eigentlich Tendenzen, die dem, was du vorschlägst, entgegenwirken. Ich würde deine Vision unterstützen. Die Frage ist aber, wo siehst du konkrete Anknüpfungspunkte für das Europa von unten, für das Europa der Arbeitenden, der Kämpfenden und in welcher Form, in welchen Organisationsformen, das ist mit der Arbeiterassoziation die Verbindung ist, wo siehst du jetzt konkrete Anknüpfungspunkte, die Argumente liefern, deine Perspektive zu untermauern, ja, um vorwärts zu kommen? Meine Frage ist in die gleiche Richtung. Ich finde es schön und richtig, dass hier über Visionen geredet wird, dass sie gefordert wird. Ich fand auch den Ausdruck Bewusstsein schaffen schön und das wird erweitern müssen. Ich frage mich nur, ob wir bei den üblichen Formen, die wir noch haben, ich weiß, bei mehreren Kongressen, hier ist immer das Gleiche, sehr schön, schöne Podiumsredung und so weiter, aber ich glaube immer die gleichen Teilnehmer. Und wir kommen wahrscheinlich auch nächstes Jahr bei 200 Jahre Engels wieder das Gleiche, werden wir da erleben. Wir kommen aber, glaube ich, nicht darauf hinaus, dass wir irgendwie andere Schichten erreichen. Wir müssen noch mehr werden, wenn ich das richtig verstanden habe, größer werden.
und eine ähnliche Stärke wieder erreichen wie die Rechten in Anführungsstrichen mit ihren Lösungen. Da wollen wir von links irgendwie was zeigen und mehr Leute gewinnen. Und da frage ich mich, ob wir nicht langsam mal andere Formen finden müssten, um ganz platt so einen linken Populismus oder eben einfach mehr Leute von links zu erreichen. Danke. Auch da hinten war noch eine Meldung, aber ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr. Dann hier ganz vorne. I apologize because I have to speak in English. I don't know German. The question is to Alex Demirovich, but it has probably something also for Karl-Heinz Roth. My name is Riccardo Bellofiore from Italy. If I understood well, Alex said more or less that Marx had the idea that in present reality we have the solutions or elements for the solutions to go beyond present society. My attitude would be that it is right and wrong. Yes, we are not utopians. At the same time, the idea of Marx, and I am talking of the best Marx, not of, of the worst Marx, is that it is possible to go beyond capitalism because the social conditions are already there. Now, what is called, wrongly in my view, neoliberalism, and it is true worldwide but also in Europe, is that we actually are in a new situation relative to Marx. We live in a centralization without concentration. And the idea of Marx that capital is forced to build a socialized worker is put into question. Yes, the socialized worker is there, but capital seems technologically to connect workers without putting them directly in relation. This is a new situation which must be overcome. And we are really backwards. Most of the people in the of the left, I come from Italy, where most of the radical left about the European Union and Euro are just dreaming of an exit, an exit from the Euro as the solution. I think that we have to deal with the transnationalization of finance, of work, value chains, and deal with the difficulty, which is a huge difficulty, without unfortunately have the hopes of Marx that it is there, the solution. We have to construct socially the solution. Jetzt haben wir noch ein, zwei Zeit hier in der dritten, vierten Reihe. Vielen Dank für Ihre Beiträge, die waren sehr motivierend für mich. Meine Frage ist an Alex Demirovich. Die Strukturen, von denen Sie gesprochen haben, also die Rätesystem, ökologische Produktionsweise oder Produktions- und Konsumkooperativen und so weiter, sind das postrevolutionäre Strukturen oder können diese parallel zum kapitalistischen System aufgebaut werden, wie in Rojava jetzt gerade passiert? Also das würde ich fragen. Danke. Ja, vielen Dank an das Podium. Ich denke, es ist klar geworden, vor welch enormen Herausforderungen wir stehen, wie viel Elend und Unterdrückung wir entgegentreten müssen, und in vielen der Workshops und Panels, in denen es um die ökologische Frage ging, auch der Punkt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, in der sich die Frage
lösen wird, ob wir auf diesem Planeten überhaupt noch eine lebensfähige Zukunft haben werden oder nicht. Ich denke, wir haben viel auf der analytischen Ebene gehört, wir haben viel auf der Ebene von Zukunftsvisionen gehört und auch von einzelnen Kämpfen. Ich glaube, wir brauchen schon noch mehr eingehen auf die Frage von Strategie und Taktik. Was bedeutet es, wenn wir zentral setzen, die arbeitende Klasse, alles sozusagen Lösungen aus ihr heraus denken und ihre Selbstorganisation. Und es gibt ja sehr reale Kämpfe, die Lenin auch als, und Streiks, als Schulen des Krieges, wie sie Lenin auch bezeichnet hat. Aber ja, ich möchte darauf im Zusammenhang mit etwas anderem eingehen. Es gab gestern, denke ich, sehr berechtigte Kritik an Punkten, die von Bernd Rixinger eingebracht wurden. Es wurde gesagt, naja, das Ganze, was Sie vorschlagen, geht doch eigentlich nur darauf, sozusagen läuft doch hinaus auf ja, eine Form einer Gesellschaft, in der der Kapitalismus eigentlich gebändigt wird, dass wir, naja, dass die Ausbeutung ein bisschen netter weiterläuft. Ich denke, da war Wahres dran, aber die Kritik war auch zu abstrakt. Die Frage ist doch, ich begrüße es sehr, wenn sich Bernd Rixinger solidarisiert mit Kämpfen, wie bei den Kolleginnen, die jetzt seit in die vierte Woche des Streiks eingehen, bei der Vivante Servicegesellschaft, ein enormer Kampf. Und dann spricht er sehr zu Recht davon, dass alle möglichen Kämpfe zusammengeführt werden, auch die im Betrieb und die ausgelagerten. Gleichzeitig hat die Linkspartei einerseits diese Auslagerung in Berlin vorangetrieben und jetzt, wo sie sie zurückgängig machen will, sieht man einerseits wenig der Genossinnen bei den Kämpfen überhaupt und wenig Anstrengung auch im Senat. Aber ich denke, darüber hinaus, die Frage ist, was ziehen, also sagen, wenn wir jetzt hier nach Hause gehen, und da möchte ich Kavita danken, was nehmen wir mit? Gehen wir einfach in unsere Institute, in unsere Arbeitsplätze zurück und die ganzen Visionen, die hier aufgezeigt wurden, was bedeuten sie für uns? Ich glaube, es gibt halt eine emotionale Dimension, die ganz konkret mit diesen politischen Fragen verbunden ist. Also habe ich das dann jetzt hier verstanden und rationalisiert und naja, abstrakt müsste man mal was tun für die Arbeiterklasse. Sorry, ja, Co-Referat. Ich will dafür plädieren einfach, dass wir das ernst nehmen und wenn wir uns dann wieder zurück an unseren Schreibtisch oder an unseren Arbeitsplatz setzen, uns fragen, welche Kämpfe unterstütze ich als Professor in meinem Institut, als Studentin, als Arbeiter, was tue ich ganz konkret, um diese Klassenkämpfe voranzubringen? Und ich glaube, da haben wir jetzt viele konkrete Beispiele und Möglichkeiten gehört und ich denke, wir müssen halt diese Vision, die hier skizziert wurde, einfach auch tatsächlich in die Tat umsetzen und diesen Ruck, der auch in dem einen Panel skizziert wurde, auch tatsächlich eben umsetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ihr hattet hier vorhin schon diverse große Herausforderungen angedeutet. Jetzt sind noch einige dazugekommen. Wir fangen bei dir an, zumindest einige punktuell zu beantworten. Ja, ich werde mich sehr kurz fassen, weil die Zeit sehr knapp ist. Zur Frage der einer globalen Vorwegnahme der Vision durch so etwas wie eine neue internationale Arbeiterassoziation. Ich sehe keinen Anknüpfungspunkt zu vorherigen internationalen, auch nicht zur ersten internationalen Arbeiterassoziation, die ja unter einer katastrophalen Konfrontation 1873 zugrunde gegangen ist. Ich denke, hier sollten wir ausgehen von den neuen Bedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, aber sollten einen Ansatz übernehmen, nur den. Und um den geht es entscheidend, das hat Marx formuliert, den kosmopolitischen. Ja? Die IAA war ein kosmopolitisches Projekt gegen das sich entwickelnde Weltkapital.
Wir brauchen eine neue internationale Assoziation, wie immer wir die bezeichnen wollen, gegen das Weltkapital, das dabei ist, sich selbst und uns zu vernichten. Das ist eine ganz andere Konstellation. Das zeigt die Dringlichkeit. Es gab einige Fragen zum Problem ungleiche Entwicklung in einer gleichzeitigen Dimension. Wir hatten vorher einen Workshop hier, in dem das auch diskutiert wurde. Der Begriff stammt nicht von Trotzki, sondern von einem Dialogpartner Marxens, nämlich von Nikolai Danielson, seinem Kapitalübersetzer. Und er umfasste schon damals in der Diskussion, natürlich hat, damit ich das nicht irgendwie falsch jetzt darstelle, Trotzki und vor allem Ernest Mandel haben das später sehr intensiv weiter diskutiert. Aber schon damals ging es nicht nur, und das war die zweite Frage der Kollegin, es ging nicht nur um eine ökonomische Dimension. Es ging um die Frage, inwieweit völlig unterschiedlich strukturierte Gesellschaften, die nicht nur ökonomisch, aber natürlich entscheidend ökonomisch durch ihre unterschiedliche Form der Produktionsweise, sondern auch sozial, kulturell und so weiter, nebeneinander existieren, wie die in einen Austausch eintreten können, der zu einer neuen Entwicklung führt. Und diese Entwicklung ist nicht deterministisch gedacht, sie ist völlig offen gedacht. Es ist eine Entwicklung, die alles umfasst, die aber immer Differenzierungen bis hin zur jeweiligen sozialen Individualität offen hält, nur einen Punkt eliminiert, uneven. Es geht um Even Combined Socialist Development, in einem sehr universellen Sinn gefasst. Zu einer weiteren Frage möchte ich noch, bevor ich weitergebe, kurz Stellung nehmen. Was ist mit dem aktuellen europäischen Dissoziationsprozess? Warum haben wir da eine solche Niederlage erlitten? Ich möchte dem Kollegen, der sagte, dass der Ausgang der griechischen Auseinandersetzung mit der Eurozone tatsächlich eine Katastrophe war, dem möchte ich absolut zustimmen. Und ich möchte hier ganz ausdrücklich betonen, dass das die extreme Ausdruck einer extremen Hybris der deutschen Machtelite gewesen ist, ein solches Austeritätsdiktat über die Europäische Union durchzusetzen. Die Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union, nicht nur der Eurozone, sind extrem gewachsen. Es wäre eine eigene Veranstaltung wert. Die nationalistischen Reaktionen beispielsweise aktuell in Ost-Mitteleuropa einmal zu untersuchen, um zu sehen, welche Fehler wir in der Linken gemacht haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine ganze Geschichte, sagen wir mal neoliberal gewendeter sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Institutionen hinter uns haben, die diesen Desintegrationsprozess mit vorangetrieben haben und damit das ausgelöst haben, womit wir heute konfrontiert sind, nämlich die Tendenz zu einem neuen Nationalismus von rechts und von links. Ich habe an diesen Auseinandersetzungen seit 2012, 2013 sehr intensiv teilgenommen. Wir haben eine Plattform gegründet für ein europäisches Manifest für die Erneuerung des europäischen Integrationsprozesses von unten her, um die Katastrophe in Europa zu verhindern. Es gibt ein entsprechendes Manifest von Sissis Papadimitriou und von mir verfasst, die Katastrophe verhindern Manifest für ein egalitäres Europa. Wir haben das gesehen und ich glaube, dass wenn es um eine regionale Initiative hier in diesem europäischen Zusammenhang geht, es diese Frage ist, die wir uns auf regionaler, also kontinentaler Ebene zuerst zuwenden sollten. Und damit gebe ich weiter. I'll just address a couple of the questions that came. First, I should take this off, otherwise I'm listening to the German, yeah. First, what Javed said. So
I think that yes, of course, it's a concern. I'm sure it's there in other countries too, that you have so many left formations. And sometimes I notice that to especially to those outside the left movement, it starts looking, you know, the differences start looking like pedantic differences and pointless differences. And there is also a lot of sectarianism, I'm sure, in terms of a resistance to actually work together and all of that. So what do I think is the way out there? I think that the first thing I think is that I think the existence of many left formations and so on is not necessarily only a product of some pointless debates and pointless pedantic readings of some texts. They are usually, in my experience, quite to do with lived experiences of how we understand our societies and how we understand class struggle in those societies. And those differences will remain. But I think that the point is that in spite of that, the ability to work together, talk together, argue with each other without you know, necessarily, and be able to, above all, be parts of movements without you know, without sectarian competition and sectarian boundaries, I think that is important. And I think that there's more of that happening, at least right now, if I look at India, then definitely, because, for instance, the peasant movement I mentioned, the specifically one of those marches was by the Communist Party of India Marxists, a peasant organization. Another one has been by ours, the Patna one. But there have also been a lot of, there's a joint platform of peasant organizations that include left as well as non-left groups. And it's been working very well. It's been working quite well because that experience has been quite good till now. So I think that, you know, that's the way out, and more conversations, I suppose, we could work at, and you know, work towards having more conversations of this kind as well, which are more open. What I liked about what we did here is that it's possible to speak without being immediately branded, without having labels put on people, so you're able to share ideas in a space that is. So I think, yes, we could do with more spaces like that in India, but those of us who are from there could work at that, but also these spaces are helpful. And what the company from there said about what people can do going back from here. Those of us who are already, you know, in parties and in activists or in organizations, of course, we'll keep doing what we're doing. But I do think that I found it so good, I have to say this here, to find young Marxists from so many, you know, different backgrounds, who are academics, not all of them activists now, but I would hope that, you know, such wonderful Marxist analysis coming from them, you know, you can go back and find some way to organize in some way, not just be an ally from the outside, but actually see what you can do to build some kind of, you know, some sort of organization. Even if it is not party driven, or even if it's not a particular party, but I still think there's so many things happening, so many things we can do. And I do think that the answer to many of our issues lies in practical organizing and practical mobilizing and working out our differences and in this practical way. And just one other thing I'll say is that, which didn't come up exactly, but I just want to very, very briefly address it, which is that even in the, you know, I think it's a multiplicity of movements that are not always on the left also. There's a lot of sectarianism even in, for instance, identity-driven movements and so on. But as I said, I think this is a moment where there's some opening up there rather than complete shutters down, closing down, you know, attacks on the left. So there is an opening up in sections in those movements too that are willing for a dialogue. And that is something we need to be able to do. And I found it very useful, the discussions on social reproduction theory in this conference, for instance, I found hugely useful in addressing those debates. Ja, ich möchte den Punkt von Kavita für mich selbst auch nochmal unterstreichen. Ich finde, also da ich ja mit
zu den Vorbereitern auch dieses Treffens gehöre. Ich finde, das ist ja selber auch eine politische Aktivität und wir verstehen das auch so. Also, dass ja es in sich eine bedeutsame Angelegenheit ist, viele Menschen zusammenzubringen, über diese Frage zu diskutieren. Also aus meiner Sicht selber eine politische Aktivität des Austauschs. Das wird nicht dazu führen, dass sozusagen alles homogenisiert wird, aber es ist ein wichtiger Austausch. Also die Praxis des Zusammenbringens, der Kooperation, auch in der Weise, dass wir über unsere Begriffe, über unsere Sichtweisen gemeinsam nachdenken, austauschen, auch Differenzen austragen. Und dann würde ich sagen, das ist selbst eine der wichtigen Einsichten der linken und auch der marxistischen Diskussion seit den 1980er, 70er, 80er Jahren. Wolfgang Fritz Haug, der hier vorgestern am Donnerstag, also schon vor 3 Tagen gesprochen hat, hat, finde ich, also aus meiner Sicht die überlegenswerten Gesichtspunkte eingebracht in die Diskussion von einer strukturellen Pluralität des Marxismus, der Marxismen zu sprechen, weil wir immer die Erfahrung machen, dass es sehr unterschiedliche Ausrichtungen, Strömungen gibt. Und ich betone das deswegen, weil ich sagen will, nicht alles ist sektiererisch. Vieles davon ist rational, dass es diese Differenzen gibt. Und ich glaube, dass es für uns von großer Wichtigkeit ist, die Rationalität dieser verschiedenen Standpunkte, Gesichtspunkte, Argumentationsweisen zu begreifen. Ja, also das scheint mir ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, also auch sozusagen die Nicht-Identität des Identischen, wenn man so will, ja, im Blick zu haben. Also die Tatsache, dass eine Partei, ja, oder auch diese Stiftung oder linke Zusammenhänge in sich Formen sind, bestimmte soziale Prozesse zum Gegenstand von Auseinandersetzungen zu machen. Also die Frage zum Beispiel Verhältnis nach der griechischen Entwicklung, ja, die Rolle der Europäischen Union. Das ist ja eine der großen Streitpunkte. Oder die Frage, was der Genosse angesprochen hat, die Frage der Konflikte um die Parteiform, die Ausrichtung einer Partei, die Zusammenarbeit. Wir selber haben hier die Neigung, auch in der Stiftung, ich sagte es, dass wir eben von einer verbindenden Partei sprechen, nicht im Sinne einer Mitgliederpartei, sondern einer umfassenden Strömung, so wie Marx das durchaus auch im Kommunistischen Manifest angesprochen hat oder in einigen Schriften, dass wir sagen, das ist eine breite Strömung, die gehört zu dieser Gesellschaft und die hat sehr viele unterschiedliche Facetten. Das führt mich zu der anderen Frage nach einem linken Populismus. Ich persönlich neige dazu, eher den Begriff der Klasse in diesem Zusammenhang, also Proletariat, ich habe diese Überlegung von Marx angesprochen, weil ich Sorge habe, dass mit dem linken Populismus, wie wir das bei Mélenchon beobachten können und bei anderen, genau genommen, und man kann das gut nachlesen in den Schriften von Chantal Mouffe, dass viele der Aspekte einer grundlegenden, wenn man so will, sozialrevolutionären, grundlegenden Veränderungen unserer Gesellschaften dabei aufgegeben werden und in den populistischen, linkspopulistischen Organisationszusammenhängen plötzlich viele Fragen gar nicht mehr aktuell sind, sondern sich natürlich ganz andere Gesichtspunkte dann behaupten. Und das scheint mir eine, auf die Dauer gesehen, eine wirkliche Schwächung der Linken. Ich will noch mal einen letzten Punkt. Ich teile den Gesichtspunkt, das wurde hier gesagt, das ist ja aber nicht nur in unseren Kreisen Gegenstand der Diskussion. Also es ist nicht mehr viel Zeit, ja, also solche Veränderungen herbeizuführen. Und ich will das noch mal betonen. Wir können, also ich habe deswegen so mit dieser Überlegung von Marx angefangen von 1877, dass er sagt, es gibt keine Garantie. Das ist aber kein historischer Defätismus, sondern das ist selber materialistische Einsicht. Ja, also unsere Vorgänger, 2 Generationen, 3 Generationen zuvor, ja, die 1932, 1933 die Vertreibung, die Vernichtung, den Mord an vielen Menschen erlebt haben, ja,
die dann sagen konnten, ja, was Rosa Luxemburg erwartet hat, die Barbarei, die hat stattgefunden. Und wenn sie einmal stattfinden kann, dann kann sie immer wieder stattfinden. Und sie findet auch immer wieder statt. In vielen Regionen dieser Erde gibt es viele, viele Morde, Kriege und so weiter, die Menschen umbringen. Also das heißt, das ist auch eine wirkliche Aufforderung sozusagen unter dem Gesichtspunkt, diesem historischen Gesichtspunkt, schnell zu handeln. Ja, also es gibt diese Dringlichkeit. Also höre ich auch jetzt schnell auf. Alex hat vorhin von der gewaltigen Kraftanstrengung gesprochen, die wir vor uns haben. Um nicht in vollständiger Überforderung und Erschöpfung zu enden, ist es ziemlich eindeutig, wir müssen mehr werden. Oder wie Karl-Heinz gesagt, auch zurück zur Klasse in all ihrer Vielfältigkeit zurückgehen, hingehen. Nicht nur da, wie da eine Kollege gesagt hat, zu den Kämpfen selbstverständlich hinzugehen, teilzunehmen, sondern auch dorthin zu gehen, wo noch nicht gekämpft wird oder vielleicht nur als Vereinzelte gekämpft wird. Also jeden Tag diese Arbeit der Organisierung voranzubringen, denn wir machen ja nicht nur Kongresse wie diesen, sondern die alltägliche Arbeit sozusagen ein, vielleicht könnte man sagen, populares Projekt, nicht nur ein populistisches, voranzubringen und die Erfahrung gemeinsam mit den anderen zu machen, dass Solidarität nicht nur einen voranbringen kann, sondern auch Spaß machen kann in einem weiten Horizont und uns immer wieder zu verständigen und deswegen kommen wir dann auch immer wieder zusammen, zum Beispiel im September, wo wir explizit die Strategiefragen vom ganz kleinen, lokalen, von der Arbeit in den Vierteln bis hin sozusagen zur europäischen Vernetzung und darüber hinaus diskutieren werden bei der Doppelveranstaltung der linken Woche der Zukunft und unserer eigenen, die einfach nur schlicht übermorgen heißt, im September, kommt dahin, da wird es sehr, sehr konkret werden. Aber wir brauchen auch immer wieder Kongresse wie diesen oder dann sehr bald zu 100 Jahren Rosa-Luxemburg, nicht nur um Jubiläen abzufeiern, sondern um uns immer wieder über unsere Geschichte und unseren Horizont auch auszutauschen, damit wir nicht in dem Klein-Klein der alltäglichen harten Konflikte sozusagen stecken bleiben, sondern uns immer wieder vergewissern, wo wir eigentlich hinwollen. Und diese Verbindung der unterschiedlichen Momente, Formate, würde man im Stiftungssprech sagen, immer mitzudenken und nicht von der einzelnen Veranstaltung immer alles Mögliche zu erwarten. By the way, wir machen 3500 Veranstaltungen im Jahr. Da sind nicht die Projekte auf der Straße, in den Vierteln und sonst wo mit eingedacht. Also man könnte auch von einem Overkill sprechen. Man muss sich konzentrieren lernen, auch wir. Für heute konzentrieren wir uns darauf, also ich jedenfalls, mich herzlich für eure Geduld zu bedanken. Ich möchte zwei Leute herausgreifen, die das hier unmittelbar ganz großartig möglich gemacht haben, nämlich Ulrike Imhoff und ihr ganzes Team, die da hinten sitzen und Thomas Soblowski und die ganze Vorbereitungsgruppe, die dazugehörte und die vielen, die man nicht sieht, die hier hinterher unseren Dreck aufräumen werden und natürlich immer wieder unseren Übersetzern, die das Ganze hier möglich machen. Bitte einen herzlichen Applaus für diese Menschen. Jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch eine gute Reise, wo ihr euch hinführt, zu wünschen und genießt das wunderbare Wetter.